YouTube. Es gibt super viele Indie-Horrorspiele und viele davon sind sogar komplett kostenlos. Natürlich sind die meisten Gratisspiele nicht besonders lang, im Schnitt so 10 Minuten. Und die meisten packen deswegen 3 Spiele in ein Video. Aber was wäre, wenn wir nicht nur 3 Spiele in ein Video packen, sondern alle? Okay, alles ein bisschen übertrieben, aber mehr als 3. Mehr als 3 ist ja quasi fast schon alle. Und hier gibt es so unglaublich viele. Ich meine, es gibt ein Garden of Banban, Sparky Marky, ein neues SpongeBob, Thaddeus läuft Amok-Spiel, Scream. Und was ist das da unten? What? Jason ist auch hier? Also, es gibt eine Menge zu tun. Und irgendwie will man sie alle spielen. Der Mottenmann? Ich dreh durch. Ein Alien auf einem Dachboden? Okay, ich höre auf, so dämlich zu reden. Wir sind auch live auf Twitch. Vielleicht jetzt gerade in dem Moment, ich weiß es nicht. Schau gerne mal vorbei, Link dazu in der Videobeschreibung. Ansonsten bewerten und kommentieren und schreibt, welches Indie-Horrorspiel ihr unbedingt sehen wollt. Es ist so viel. Es ist so verdammt viel. Das erste Spiel aus unserer Sammlung ist Garden of Banban. Ein Remake von einem Fan, der hat dafür nur eine Woche Zeit gehabt und hat dieses wundervolle Meisterwerk hier gezaubert. Er ist auch kein offizieller Game Designer, sondern irgendein Student und der hat auch nicht sonderlich viel Erfahrung. Und dementsprechend bin ich beeindruckt, wie das hier schon aussieht. Ich meine, eine Woche, du weißt nichts über Game Design und du zauberst sowas hier. Ich muss sagen, das sieht ja fast besser aus als das Originalspiel. Warum ist hier Blut? Was ist das nur für ein gestörter Kindergarten, ne? Ich bin gespannt auf Kapitel 3. Kindergarten und Tagesstätte. Banban. Oh, du bist ja ein Süßer. Na, werden hier Kinder verarbeitet zum Mettwurst? Kindermett, die Streichzarte. Okay, ich habe irgendwas gefunden. Eine Keycard. Mein Kind würde ich hier absolut nicht reinstecken. Allein schon, weil Blut an den Wänden ist. Nein, auch so würde ich es nicht machen. Ich finde solche Maskottchen irgendwie immer unheimlich, oder? Ich meine, wer fährt denn auf sowas ab? Allein damals, diese alten McDonalds-Maskottchen. Ronald McDonald ist ja so ein creepy Mother F, aber auch diese ganzen anderen Viecher. Wer findet denn sowas geil? Wer sagt dann so, oh cool, da will ich meinen Burger naschen. Boah, ich werde blind. Ist das hier eine Scheibe? Alter, was war das denn? Das ist ja krass in Szene gesetzt. Mit nerviger Musik. Ach, wie süß. Es ist ja Kapitel 1, was wir hier sehen. Okay, ich habe ein Ei gefunden. Hier kann ich nicht reinklettern. Noch ein Ei? Ey, der hat sich aber schon ganz schön Mühe gegeben, der Dude, ne? Noch ein Ei? Klar, natürlich das Schaukelei. Wichtig und richtig. Seine Eier muss man natürlich schaukeln. Ganz klar. Burp. Und man kann sogar Stühle wegtreten. Bestes Feature. Na gut, waren das alle? Nee, da fehlt noch ein bisschen was. Moment, hier ist nichts. Vielleicht oben auf dem Dach? Oh, hier ist bestimmt eins, oder? Nein, hier ist auch keins. Wie viele Eier sind's denn? Hier im Regal ist auch nichts. Es muss also hier auf dieser Matte sein. Ey, der Aufsteller, war der schon die ganze Zeit umgetreten? Okay, hier ist auch nichts. Haben wir auch eins gefunden? Wo ist das letzte Ei? Und wo ist das letzte Ei? Die Musik treibt mich voll in Wahnsinn.
Die macht mein Hirn richtig Matsche. Okay, da drüben können aber keine Eier sein, oder? Nur in der Area. Ein Ei. Und es fehlt mir. Schwierig, Bruder. Richtig, richtig schwierig. Wo hat er das hingesteckt, das letzte Ei? Du bist schon zweimal dran vorbeigelaufen, Kies. Echt jetzt? Kann ich da rein? Oh mein Gott, da kann man rein, okay. Da kann man rein. Alter, wo bin ich denn jetzt gelandet? Okay, das ist schon ziemlich verstörend. Was zum Geier ist da hinten los? Augen? Okay, welches Kind hat man hier weggesperrt? Auf ewig? Hässlich. Verdammt hässlich. Der Vogel. Also mein Geräusch hat er irgendwie cool hinbekommen. Ich gehe hier nur durch so einen Spielgang. So ein Tube. Sind das Augen da hinten? Starrt mich da irgendwas an? Und ich fühle mich irgendwie bedroht. Gott, ich hasse diesen Vogel. Pretty Bird. Hübscher Vogel. Ist das hier so ein bisschen Vogelkacke? Und wie ist er da jetzt so schnell wieder weggekommen? Dieser Vogel? Unglaublich, unglaublich, der verdammte Drecksvogel. Let's play. Teil mit mir dein Lächeln. Gut, es waren noch zwei Eier. Jetzt müsste ich eigentlich alle haben. Und was ist meine Belohnung? Eine Keycard. Was denn auch sonst? Das ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Mehr Schlüsselkarten. Nö. Ah, hier drüben. Hier ist auch noch ein Pinker. Schraubendreher. Wahrscheinlich hier, ne? Yes. Ey, alles. Nur damit ich weg von diesem irren Lied komme. Das mich langsam total weich in der Birne macht. Ah, was für eine Animation. Butz. Ey, für ein Fan-Made-Game? Krass. Kann man springen? Man kann springen. Aber ich kann auch niemals... Wow, wow. Oh Gott. Okay, ich kann wirklich hier rüber springen. Hey, was ich... Also auch, was sie hier geforscht haben, ne? Ja, jetzt bin ich hier drüben. Ist das der offizielle Weg? Ich habe keine Ahnung. Garten of Bun Bun. Einfach nur eine riesige Anlage. Randvoll. Boah, Alter. Moment. Langsam. Ich habe keine Ahnung. Hier geht's nach links und nach rechts. Aber die Taschenlampe, die strahlt richtig unangenehm. Okay, zwei Richtungen, ein Ergebnis. Wow, 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 what?
Sie ist hungrig. Sie weiß nicht, was sie tut. Ja, toll, aber ich will kein verdammter Vogelsnack werden. Alter, wie komme ich hier raus? Wo muss ich hin? Wo ist das Mistvieh? No, 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 no! Oh, shit! Alter, what the hell? Das war's. Garden of Bun Bun in gestörter und hässlicher. Danke fürs Spielen. Ja, cool. Eine Woche, hey, hätte ich es besser hinbekommen? Nein, definitiv nicht. Auf geht's ins nächste Spiel. Oh boy, das sieht mal wieder heftig gestört aus. Thaddäus, was ist nur los mit dir? Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, wir hatten jetzt schon öfters irgendwelche Nervenzusammenbrüche von dir, wo du einfach durchdrehst und gesamt Bikini Bottom niedermetzelt. Es muss aufhören, Bruder. Es muss aufhören. Thaddäus, geh endlich in eine Therapie. Du brauchst sie, Thaddäus. Du brauchst die verdammte Therapie. Ich brauche die verdammte Therapie. Ich bin an so einem Punkt, ich kann nicht mehr, Alter. Ich kann nicht mehr. Oh, what a good night's sleep to start this beautiful day. What a beautiful morning to start the day at the Krusty Krab. Okay, was trägt SpongeBob da für eine Hose? Alter, der Typ ist auch komplett fertig, ne? Okay, ich soll einen Schlüssel finden, um ins Büro zu kommen von Mr. Krabs. Alter, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Und warum bist du hier und wo sind alle anderen? Junge, sag mir, was du gesehen hast, Junge. Na los, sprich schon. Wie er seine Flosse auf den Burger legt. Das ist mein Burger. Es ist dein Burger, okay? Ich will deinen verdammten Burger nicht. Er gehört nur dir. Oh mein Gott. Krabbenburger werden wirklich aus Fischen hergestellt. Ich hab den Schlüssel gefunden. Warum ist die Tür sauber bis zur Hälfte mit Blut bespritzt? Dann hat irgendjemand nur oben abgewischt. Wer war das? Warst du das etwa, Junge? Yo, Mr. Krabs! Hello! You're finally here, SpongeBob! I was waiting for you to tell you something. What's going on, Mr. Krab? Squidward should be here, but he's still not here. I called him several times, but he didn't answer. Same for Patrick. I want you to go and check if Patrick is home and come back to tell me about him. Okay, aber warum interessiert sich Mr. Krabs für Patrick? Yo, Krabby. Alter, wie er da sitzt. Aber cool, dass sich die Augen in meine Richtung bewegen. Ist ganz nice. Kann ich die Laterne mitnehmen? Nein? Okay. Gut, dann schauen wir mal. Alter, wir können uns sogar hier in Bikini Bottom bewegen. Wie krass ist das denn, bitteschön? Kann ich hier drüben in den Abfalleimer? Nö. Okay, was ist das hier? Das Kino. Das bedeutet eigentlich SpongeBobs Haus. Nach meinen geografischen Kenntnissen von Bikini Bottom müsste SpongeBobs alte Bude in dieser Richtung sein. Das Seniorenheim. Sandys Kuppel, die total spooky aussieht. Wow, what? Mir fällt gerade auf, dass Thaddäus wie der Suicide Squad Joker lacht. Patrick,
Who could have killed you? I will find him and you will pay. I have to tell Mr. Crab about this. Alter, was habt ihr mit Patrick gemacht? Ich meine, das Blut sprudelt noch. Oh mein Gott, Patrick! Er ist glücklich gestorben. Er hat ein erfülltes Leben. Okay, das war ein bisschen spooky. Sollten wir nicht lieber zur Polizei? Ich meine, es ist ein Mord, SpongeBob. Es ist ein verdammter Mord. Vielleicht wäre es klug, jetzt zu einem Polizisten zu gehen und zu sagen, ey, da wurde jemand umgebracht und in der großen Krabbe essen die Fische. Fische, die hier mal Steuerzahler waren. Oh Gott, Alter, was ist hier los? Oh nein! Steve! Wir haben Steve erwischt. Alter, warst du das? Du Psycho mit deinem komischen Burger und deinem merkwürdigen Blick? Das warst doch du, oder? Du Mr. Krabs! Oh Gott, Mr. Krabs, es tut mir so leid. Ach du heilige Kacke. Thaddäus? Okay, Thaddäus ist anscheinend mal wieder komplett durchgedreht. Und bringt alle um. Und mördert hier alles weg. Ich muss irgendwie hier raus, aber warum gehe ich dann in den Keller? Ich meine, das ist so ziemlich das Gegenteil von raus, oder? Taschenlampe. Jetzt brauche ich wahrscheinlich noch einen Schlüssel. Jetzt brauche ich wahrscheinlich noch einen Schlüssel. Oder einen Code. Alter, was geht hier unten ab? Ich meine, ist das der offizielle große Krabbe Keller? Sie foltern Fische, um den Geschmack irgendwie hinzuzaubern. Okay, hier ist zu. Aber ich habe hier drüben diese Schatulle gesehen. Kann man die irgendwie aufmachen? Anscheinend nicht mit meinem Schlüssel. Das heißt also, es fehlt noch irgendwas. Ist hier irgendwo noch ein Schlüssel? Hier liegen nur geheime Soßen rum. Die geheimen Supersoßen. Alter, der Alarm geht mir so auf die Nerven. Shut up, Alarm. Ultra stressig. Oh, hier ist noch ein Schlüssel. Nice. Kann ich jetzt das Ding hier drüben öffnen? Yes, baby. Und noch ein Schlüssel. Ach, Wahnsinn. Kann ich vielleicht jetzt das hier öffnen? Und hier ist noch mehr Blut und das geheime Krabbenburger-Mobil. Und noch ein Schlüssel. Und ein Messer. 59237. 59237. 59237. 59237. Enter. Bitte den Alarm jetzt abstellen. Oh no. Oh no. Ich glaube, Thaddäus ist gar nicht durchgedreht, sondern er macht einfach nur das offizielle Krabbenburgerfleisch. Oh, verflucht, Thaddäus! Oh nein! Alter, dieses dreckige Joker-Lachen. Oh nein, es sagt... Ey, ich bin sowas von tot. Finde da mal einen Weg raus. Vielleicht direkt hier am Anfang, der große Trick. Oh no, Steve schon wieder. Ja, oh Gott, ich bin tot. Hey, wenigstens hat er Spaß, ne? Das ist halt auch was. Respektiere ich. Wenigstens hat Thaddäus Spaß. Oh, nö, Sackgasse. Yes! Okay, der Irre ist erstmal weg. Thaddäus Schatten. Von Adam, 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 Adam,
Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam. Das war's. Adam again. Gut, nächstes Spiel. Natürlich spielen wir auch das merkwürdige Scream Game. Das überraschend gute Grafik hat für so ein kleines Indie-Fan-Made-Ding. Hola. Sorry. Ich bin irgendwie verloren. Ich habe mich verlaufen. Wo bist du? Hey, kein Problem. Bist du bereits in Hudson? Nope. Warte. Kannst du mich draußen treffen? Ich bin draußen vorm Restaurant. Ich bin ganz in der Nähe. Es ist besser, wenn ich dich anrufe. Okay. Die wird sowas von abgestochen. Wir alle wissen, das ist der Klassiker. Das ist der verdammte Klassiker. Okay, die legendäre Frage, was ist dein Lieblingshorrorfilm? I don't see you yet. Come on ahead. What's going on? Everything is bad tonight. But you know what's the worst? The worst thing is that you teach horror cinema and you still walk around alone on the phone with a stranger. So tell me, what's your favorite horror movie? Okay, ohne Witz, das war das ganze Scary Movie Horror Game. Das war's. Das war ein Teaser für irgendein Spiel, was vielleicht irgendwann mal rauskommt, aber das war's. Ja, es ging wirklich nur 2 Minuten. Gut, Sparky Marky ist das nächste Spiel. Ich erwarte Großes hier. Ich erwarte Großes von Sparky Marky. Sieht auch optisch schon mal gut aus. Sieht auch optisch schon mal richtig gut aus. Was sollen wir hier machen? Ja, so ist das eben mit diesen Indie-Horror-Games, die gratis sind. Es ist eine bunte, lustige Tüte, wo du nie weißt, was du bekommst. Bekommst du was richtig Geiles? Bekommst du den größten Dreck? Wir wissen es nicht. Wir müssen uns reinstürzen. In den Haufen. Wir müssen uns einfach reinstürzen. Okay, hier sind überall irgendwelche Automaten. Was ist das hier? Ein Limo-Automat? Kaffee-Automat? AS? Okay, ich kann hier nichts machen. Wow, Alter, was war das denn? Sparky Marky. Wahrscheinlich irgendwas mit Strom. Hier oben sehen wir auch eine Stromleitung. Und der steht auf... Der steht auf Verkaufsautomaten. Vending Machines sind genau sein Ding. Okay, der lilane endet hier. Der lilane endet hier und der gelbe geht hier weiter. Mein Instinkt, und der ist eigentlich verdammt schlecht, sagt mir, wir sollen dem gelben mal folgen. Mein Instinkt sagt mir, folge dem Gelben. Wir landen also in irgendeinem Waldstück und überall stehen ausgeschlachtete Snackautomaten rum. Warum nicht? Ganz normal. RS. Okay, das endet hier. Ah, hier kann man durch. Ist das Sparky Marky? Die freundliche Bohne aus der Nachbarschaft? Er ist Wissenschaftler und der ist... Was ist das hier? Jedes Mal werde ich geblendet. Und er ist Astronaut und Rockmusiker.
Okay, Sparky Marky, bist du irgendwo hier? Oh nein, er ist auch noch ein französischer traditioneller Pantomime. Das sind die schlimmsten. Bewahre die Distanz. Okay. Und natürlich ist Sparky Marky, der kleine Snackteufel, verschwunden. Oh Gott! Oh, hier geht's raus. So kann man jemanden auch ordentlich in den Wahnsinn treiben. Monster. Steuerfahnder, ne, Pilot. Steuerfahnder, ne? Selbe. Ja, aber ich muss sagen, das ist ganz cool gemacht bis jetzt. Okay, hier geht's aber noch nicht weiter. Wir müssen wahrscheinlich jetzt wieder den Weg zurück und Lila noch aktivieren. Sparky, alter Kumpel. Bist du rein zufällig irgendwo hier unterwegs? Hinten leuchtet irgendwas. Alright, das Ding ist kaputt. Alle leuchten plötzlich. Da hinten hoch. Ist das der Weg, um vielleicht eventuell rüberzukommen? Es war ein Weg. Ob es der offizielle Weg ist, wir werden es nie erfahren. Tasergun. Tja, so eine Tasergun könnte ich ganz gut gebrauchen. Hier hinten ist nichts. Auch nichts. Komme ich hier jemals wieder raus aus der Ecke? Okay, der Automatenfriedhof hier, der macht mich irre. Aber da hinten haben wir ja angefangen, da war ja auch nichts. Müsste halt Lila noch aktivieren. Und hier laufen ja wieder beide Kabel in eine Richtung. Ich schaue jetzt nochmal da hinten. Ah, hier hat sich ja wirklich was getan. Ah. Was? Wie? Moment. Hä? Was muss ich hier eingeben? Good? Ist es Spark? Es ist wirklich Spark. Oh, was habe ich jetzt hier? So eine Knarre? Oh. Okay, anvisieren kann ich nicht. Ich kann nur wegwerfen. Oder schießen. Aber ich will nicht schießen, weil ich mir denke, hey, vielleicht brauchen wir das noch. Der Automatenfriedhof. Paranoid, Baby. Absolut paranoid. Was ist eigentlich hier mit dieser Höhle? Shoot it. Oi. Was ist das denn jetzt? Error. Auch nix. Walkie-talkie. Nix.
Was lief hier? Das ist ein Krankenzimmer. Na toll, ich habe keine Munition mehr. Oh! Ey, das Ding ist offen. Na, ich soll drauf schießen. Geht das hier? Okay, es gibt wohl irgendwo noch einen Aufzug. Da drüben war noch eine Tür. Aber ich habe keine Munition mehr. Das macht mich sehr, sehr nervös. Was ist, wenn jetzt der gute alte Sparky Marky um die Ecke kommt und mir seine Nussfinger in die Mundhöhle hineinschieben will? Dann bin ich komplett unbewaffnet, Freunde. Und will ich das? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, und schauen wir mal. Ah. Alright. Das hat schon mal funktioniert. Ohne Witz, darauf wärst du nie gekommen. Bams, ich musste noch meinen ganzen Weg zurücklaufen. Und das Ding hier holen. Oh Gott! Und musste mir nochmal eine neue Knarre holen. Und das hier einschießen. Was zum Ga... What? Ja, da lang. Da. Ich folg der Knarre. Gib mir eine Knarre, Bro. Ah, das Ding ist schnell, was auch immer es ist. What the? Alter, was? What? Okay, ich brauche eine Knarre. Ich brauche ganz schnell, ganz dringend eine Knarre. Vielleicht soll ich zum Discord. Geh zum Discord. Der Weg zum Discord ist der richtige Weg. Ah. Nein, der Weg zum Discord ist nicht der richtige Weg. Gibt's da hinten vielleicht irgendwo eine Waffe? Aber meine kann ich auch nicht... Oh, da ist ein Waffenschrank. Ja, meine Waffe, dachte ich erst, muss ich vielleicht irgendwo laden, aber hier ist ein Waffenschrank. Kann ich ihn jetzt wegshooten? Den widerlichen Sack? Ey, Moment, wo ist meine Waffe hin? Jetzt habe ich keine mehr. Och, nö, Alter. Ich brauche eine Waffe. Schnell, dringend, jetzt sofort. Ja, jetzt ist ein Waffenschrank hier. Bam, in dein Gesicht. What? Und das war die Demo von Sparky Marky. I don't know, vielleicht kommt da ein richtig cooles Spiel, ich weiß es nicht. Es war okay, es war okay. Platz Nummer 1 derzeit unter den Gratis-Indie-Horror-Spielen, The Touch. Let's go. Ich werde wahrscheinlich getouched. Auch wieder so eine Retro-Optik, ne? Merkwürdige Geräusche kommen aus dem Wohnzimmer. Ich sollte das mal untersuchen. Oh Gott, ich bin sehr, sehr langsam. Oh verdammt, habe ich ein hässliches Baby. Alter, guckt euch das Ding mal an. Wartet. Oh, ist das so eine Totschläger-Kommode? Wenn das Baby dann eine Schublade von oben irgendwie... Oder Kleinkind, wenn es mal laufen kann, eine Schublade rauszieht, dass dann die ganze Kommode runterkracht und das Baby wegtrümmert. Aber die Tapete ist nice. Prunk. Hallo?
Was? Ich könnte schwören, ich habe den Fernseher abgeschalten, bevor ich ins Bett gegangen bin. Der Klassiker. Habe ich gerade gesehen, wie der Stuhl von alleine umgefallen ist? Was geht hier nur ab? Ich habe eben gerade irgend so ein kleines spooky Männchen gesehen. Der Fernseher ist schon wieder an. Alter, das macht mich wahnsinnig. Aus! Jetzt höre ich Fernsehgeräusche, obwohl das Ding aus ist. Und ist hier schon wieder an. Ich habe keine Ahnung, was ich eben gerade gesehen habe, aber ich habe ein merkwürdiges Gefühl. Ein schreckliches Gefühl. Ich muss gucken, ob das Baby in Ordnung ist. Baby. Baby, geht's dir gut? Ich muss mir das hässliche Kartoffelbaby schnappen und sofort hier verschwinden. Irgendwas Schreckliches ist hier los in meinem Haus. Die Tür geht nicht auf. Baby, Freistoß! What the heck? Alter, was ist das? Okay, ich komm nicht weg. Nimm das Baby, aber nimm nicht mich! Oh mein Gott, der kann sich einfach hier durchbewegen. Igitt! Run? Alles klar, ich renn. Aber zähl bis 10. Ja, ich will einen kleinen Vorsprung. Oh, wow, 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 wow. Oh Gott, ich renn so langsam. Als du entkommen bist, hast du ein erleichterndes Gefühl plötzlich empfunden. Dieses schreckliche Wesen hat in den Schatten gelauert, in unseren finstersten Erinnerungen. Es ist an deiner Seite, seitdem du in dieser schrecklichen Nacht das Baby gestohlen hast und die echte Mutter ermordet hast. What? Okay. Also sie hat ein Baby gestohlen und hat die Mutti ermordet. Und das war das ganze Spiel. Ey, ich will mich durch. Für euch. Für euch. Gut. Ja. 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 Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Es gibt zu viele kostenlose Indie-Horrorspiele. Einfach viel zu viele. Und der hier, der hat sogar sein eigenes Merch. Du kannst direkt hier für die 5 Minuten Horrorerfahrung dein eigenes Merch dir holen. Let's go. Ich brauche Merch. Welcome to Happy Storage. Okay, ich muss meine Lagereinheit finden. Alter, wie schnell bin ich? Hui! Was bin ich? Ich bin doch kein Mensch. Okay, ich soll meine Lagereinheit finden. Ah! Cool. Ah, eine Taschenlampe habe ich auch. Nett. Der vermisste Donut. Beschreibung? Einfach nur köstlich. Etwas Geheimes ist hier an diesem geheimen Ort passiert. Es war einst ein fröhlicher Ort. Doch nun gibt es hier nur noch Geheimnisse. Geheimnisse überall. Gott. Hier gibt es so viele Geheimnisse. Ganz besonders dieses eine Ding. Das ist so ein Geheimnis. Ich hoffe, niemand liest das. Dann würde er nämlich wissen über das Geheimnis. What? Was habe ich denn jetzt geöffnet? Moment, die hier kann ich auch öffnen? Oder die hier? Die hier. Da ist ja gar nichts drin. Ich will ein Geheimnis.
Oh, oh, ich habe ein Geheimnis, glaube ich, gefunden. Was kann ich hier machen? Ich brauche einen Code. Okay, mit gedimmtem Licht lesen ist schlecht für meine Augen. Das war das Geheimnis. Das war das verdammte Geheimnis in dieser... Alter, was bist du für einer? Was bist du für einer? Ein Killer-Mülleimer? Moment, 4. Da steht eine 4. Noch eine 4. Ist das Geheimnis 4? 1. Okay. Es ist total wichtig, dass ich meine persönlichen Dinge niederschreibe und an der Wand nagel. Was hat das zu bedeuten, Alter? Don't worry. Das ist nur Ketchup. Cool. Okay, ist kein Blut, liebe Kinder. FSK 6. Okay, ist der Code 144? Und wo ist der Müllmann? Warum stampfe ich so? Bin ich ein Mensch? Ich bin noch niemals ein Mensch. Wow, 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 was bist du für ein Dude? Was bist du für ein Dude? 5. 1445? Okay, er dreht seine Runden. Habe ich jetzt den Code? Ach, der schreibt das Ding auf. Ja, dann sag doch was, nicht? Wann ist die 5? Ah, Gott! Oh mein, leck mich am Ärmel. Gleich ist meine Taschenlampe leer. Wo war die 1? Ich glaube, die war da drüben. Ah, Kacke. Lädt sich das Ding wieder auf? So, jetzt brauche ich nur noch die andere 4. Ich habe den Code. Es ist ein Donut. Jetzt kann ich den Ort verlassen. Oh, ich wusste es. Okay. Okay, der eine Jumpscare. Der war nice. Hockey Maskenmann ist nicht Jason, ist Hockey Maskenmann. Man merkt schon, ich werde mit jedem Spiel eigentlich ein bisschen dümmer, ne? Aber ja, wichtig, es ist nicht Jason. Es ist nicht Freitag der 13. Es ist Hockey Maskenmann. Mexikos Serienkiller Nummer 1. Wird da geschrien. Ich sollte das lieber mal genauer überprüfen. Vielleicht treibt der ominöse Hockenmaskenmann sein Unwesen. Hallo, Hockeymaskenmann? Okay, die Bude ist fake. Fake Feuer, fake Bude, fake Zelt. Ich soll in den Wald... Ich soll wirklich jetzt in den Wald laufen, ja? Habe ich das richtig verstanden? Ist das nicht eine total dumme Idee? In den Wald laufen ist doch echt eine richtig dumme Idee. Jason, ich meine Hockeymaskenmann. Hockeymaskenmann? Wow! Okay, ich soll zurück und mich im Haus verstecken. Ach,
warum kann ich denn wieder nicht rennen? Ich bin so verflucht langsam. Gott sei Dank ist er noch langsamer. Hey, Kumpel. Oh, okay, ich sollte dich lieber nicht anleuchten. Wir können doch darüber reden, Hockeymaskenmann. Wir können doch darüber reden. Oh. Hui, nochmal Glück gehabt. Ein Apfel. Das ist die Antwort. Ich werde ihm einfach Vitamine geben. Damit werde ich ihn beruhigen. Mit Vitamine und Naschen. Ich will den Apfel aber nicht mitnehmen. Ist er weg? Holz? Was steht da? Du hast mir niemals die Notiz vom Doktor zugeschickt, Donald. Doch ich brauche sie nicht mehr. Es ist gut, dich hier zu sehen, Donald. Wer zum Geier ist Donald? Bin ich Donald? Nimm das Auto und fahr weg. Als ob. Warum ist das Auto zu? Okay, er scheint erstmal geflohen zu sein. Klar, natürlich. Ich habe die Autoschlüssel im verlassenen Haus. Klassiker, wer kennt's nicht? Was ist das denn hier? Eine Werkbank? Okay. Na, da drüben ist noch ein verlassenes Haus. Oh nein, liegt da eine Leiche rum? Jason? Ist das einer meiner Freunde? Oh nein. Okay, ganz vorsichtig. Okay. Wow, ich konnte mich nicht bewegen. Da war irgendwie ein Stock oder sowas auf dem Boden. Naja, das Spiel ist wenigstens fair und lässt mich hier wieder hin. Oh Gott, oh Gott. Zum Glück bin ich ein ganz kleines bisschen schneller als der Killer. Ganz, ganz klein, wirklich ein winzig kleines bisschen, aber ich bin schneller. Und darum geht's. Du schaffst das. Komm schon, Kumpel. Hockeymaskenmann. Das war's. Grüße an Donald. Grüße gehen raus an Donald. An diesem Zeitpunkt des Videos stellen wir uns alle eine Frage. Wird Keystro heute noch Qualität erleben? Ich weiß es nicht, aber vielleicht wird dieses Spiel uns die Qualität geben, die wir suchen. Mann, das war ein langer und ungemütlicher Tag. Verdammt hart. Aber endlich, das ist das letzte Haus. Ich muss nur noch die letzten Flyer verteilen. Einmal einer an jeder Apartmenttür. Und das war's. Ich hab's geschafft. Meinen ersten Auftrag. Okay. Ach, das ist schon das Spiel. Auch wieder so eine Retro-Optik. Okay, das schwarze Brett und junge Frauen werden vermisst. Und ein Dude. Sieht aus, als wäre die Tür verschlossen. Okay, ist so bei der 3 klingeln? Achso, ich soll jetzt. Hallo? Danke. Es ist Blut, Rost, Dreck.
Ich glaube, ich sollte gehen. Was sind das für Flyer? Halloween Party. Ja, bitteschön, noch ein Flyer. Kommt auf meine Party, es wird gruselig. Zwar nicht so gruselig wie das Haus hier, aber gruselig. Wir haben sogar einen Clown. Voll gruselig. Kommt auf meine Drecksparty. Wir machen sowas wie Äpfeltauchen. Aber da Äpfel zu teuer sind, machen wir das mit Birnen. Birnen sind ein bisschen billiger als Äpfel, deswegen gibt's Birnentauchen. Und, nun, es kommen zwei Mädels. Eine davon ist meine Grandma, aber hey, sie war auch mal ein Mädel, okay? Ah, was ist das denn hier? Also, zwei heiße Schnitten. Minus eine, weil, wie gesagt, ist meine Gran. Oh, ich bin auf der Eins. So, ich muss über... Oh, what? Großmutter? Gran, warst du das? Ich hab gesagt, wir sehen uns auf der Party. Sprinten kann ich nicht. Heute ist Sprinten irgendwie nicht so mein Ding. Sprinten ist heute einfach nicht so mein Ding. So, bitteschön. Echt eine ganz, ganz schrecklich miese Wohngegend. Die Menschen sind nicht vermisst, die sind einfach weg. Bin ich ein Zwerg? Ich fühle mich irgendwie so klein. Kommt auf meine Party, liebe Leute. Ich wäre richtig angepisst, wenn irgend so ein Typ in meinen Stock kommen würde, in meinen Flur und alles zutackert mit irgendwelchen dämlichen Flyern. Okay, diesmal keine nackte Oma. Was zum Geier ist hier los? Häusliche Gewalt? Meine Party! Okay, du vielleicht nicht. Du hast irgendwie einen fiesen Husten. Ich habe keinen Bock, nach der Party erstmal wieder die Seuche zu haben. Deswegen... Du vielleicht nicht. Will man jemanden einladen, der seinen Müll einfach vor seiner Haustür lagert? Ich weiß ja nicht. What? Ich kann mich hier verstecken? So. Was ist zum... Ein Monster? Hm. Habe ich überall einen Flyer? Fernseher? Okay, Großmutter, ich hab dir gesagt. Halte dich fern. So, das war die 3, ne? Wow, wow, was war das denn? Irgendwelche Spaghetti-Finger. Die mal seine Wienerchen... Stay. Hat jemand seine Wienerchen durch den Aufzug gepresst? Ist das ein Grabstein? Wer hat denn... Wer hat einen Grabstein in seinem... Hausflur rumstehen? Aber Alter, der Typ macht eiskalt weiter, ne? Nach all diesen Sachen macht er eiskalt weiter und verteilt seine Halloween-Flyer. Ich sag dir, wie es ist, Kumpel. Deine Halloween-Party kann mit dem Feeling, was du hier geboten bekommst, kann dir nicht mithalten. Akzeptier es einfach. Stimmt, es gibt keine Fenster. Ist das nicht ein bisschen komisch, dass es keine Fenster gibt? Es gibt keine Fenster. Die Treppe darf man irgendwie nicht nehmen. Wie viele Stockwerke gibt es denn hier? 9. Es wird immer ekelhafter. Okay, hier ist die Tür offen.
is going on? Hallo? What? Okay. Alter, ich verliere meinen Verstand. Was zum Geier geht hier ab? Ich gehe da mal, ne? Holy Scheit. Komm aber zu meiner Party. Auch Schattenwesen sind eingeladen. Warum liegen hier auf einmal Messer rum? Lagen die schon davor rum? Ich... I don't know. Okay, hier ist so eine Tür. Ich sage, der Mann zieht das eiskalt durch. Sag mal, schwebt da ein Tisch? Das Beil ist doch neu. Das riesige Beil ist doch neu. Egal, ich mach weiter. Halloween Party heute bei mir. Mhm. Okay. Maximal abgedreht. Das ist wirklich das schlimmste Wohnhaus ever. Was war das denn? Bin ich auf der Ratte getreten? Fernseher. Ja, das ist halt so ein soziales Wohnprojekt. Weißt du? Ich werde immer kleiner, oder? Ich glaube, ich werde immer kleiner. Ich bilde mir das nicht ein. Das ist so ein soziales Wohnprojekt. Leute treffen sich draußen auf dem Flur und gucken gemeinsam RTL. Okay, das ist... Hey! Hey! Das ist ein Auge? Geht es um Kinder? Es geht immer um Kinder und Horrorsachen, ne? Es geht immer um Kinder. Die Urangst. Den Kindern könnte was passieren. Was treiben die denn da? What the... Okay, das ist schon echt ekelhaft. Richtig gestört. Das Spiel ist bis jetzt das, mit Abstand das Beste. Hat eine richtig starke Atmo. Ab zu meiner Halloween Party. Halloween Party heute Abend. 8:30 bei mir. Heiße Mädels und meine Oma. Was ist das, die 7? Auf zu 8. Halloween Party heute Abend bei mir. Nope. Ich tue alles für meinen Job. Hello? Oh Gott, was geht hier ab? Okay. Oh Gott! Alter, was für ein weirder, abgeäffter Dreck. Shit. Das ist ziemlich gestört. Ich habe überall einen Flyer, oder? Nee, hier. Ich hätte ich beinahe vergessen. Halloween Party heute Abend. Wir können Bieren fischen, weil Äpfel teuer.
Okay, letztes Stockwerk und dann nichts wie raus hier, Kumpel. Aufnahmen aus dem Crackhaus. So alte Aufnahmen, ne? Sind immer irgendwie super ekelhaft, finde ich. Oh. What the... Aber er macht weiter. Guck, er macht weiter. Er lässt sich nicht beirren. Er glaubt an seine Halloween-Party. Er glaubt dran. Das war sie, die letzte Tür. Adios. Kilroy was here. Oh nein. Klingt wie eine Waschmaschine, die Probleme hat mit dem Schleudergang. What, hey, what? Hey! Stell euch mal vor, das wäre so. Ihr kommt in irgendeinen Wohnblock, um dort ein paar Flyer zu verteilen. Was ist das hier? Kilroy? Und ihr kommt nie wieder raus und landet in so einer Backroom-Hölle. Hä? What? Hä? What? Hey! Yo? What the F, Alter? Alter, was geht denn hier? Ey, komm schon, ich will einfach nur noch gehen. Ich will einfach nur noch gehen. Ich habe heute Abend eine Halloween-Party. Ach, es war so klar, dass ich hier nie wieder rauskomme! Mit Abstand das beste Spiel. Mit Abstand das... Das war sogar richtig gut. Das war sogar richtig gut. Props. Elevated Threat. Nicht schlecht. Es gibt auch gute, kostenlose Indie-Horror-Games. Kennt ihr das? Ihr seid mit dem Auto unterwegs und ihr müsst durch so ein Waldstück fahren. Und plötzlich sind überall Rehe. Plötzlich sind überall Rehe. Und sie wollen aus irgendeinem Grund aggressiv vor euren Kühler springen. Selbstmordrehe. Ein Phänomen, das Deutschland beschäftigt und belästigt. Und deswegen gibt es auch dieses Spiel hier. Alright. Passiert mir regelmäßig. Passiert mir regelmäßig. Ich wohne in der Nähe von einem Wald. Und ja, sowas ist ganz normal, ne? Nimm deine Pillen. Okay, hier unten liegen meine Pillen. Ich habe meine Pillen genommen. Meine Anti-Reh-Pillen, die brauche ich nämlich. Jetzt werde ich gaga. Warum sind da Kameras? Bin ich ein Webcam-Girl? Was? Er beobachtet mich immer noch. Schau nicht auf die Kameras. Ich werde dir helfen zu entkommen. Wurde ich von einem... Vertrau ihm nicht. Alter, wurde ich von einem Hirsch entführt? Oder von einem Reh? Vertrau ihm nicht. Wem soll ich nicht vertrauen? Dem Typen? Kapitel 1. Was ist das hier?
ist dir nur erlaubt, das zu öffnen, wenn du ein Deer bist. Mein Opa war zu einem Achtel Hirsch, also von daher. What? War da eben gerade ein Geweih? Okay. Wie, Alter, wie? Okay, wir können was Nützliches finden im Safe, um zu entkommen. Ich habe einen Mülleimer gefunden. Ist der nicht... Der ist doch nützlich. Mülleimer sind nützlich. Oh, ich kann sogar zoomen. Was ist das für ein Geräusch? Ich bräuchte irgendeinen Hinweis. Die Uhr. Okay. Dankeschön, Kumpel. What? Vertrau ihm nicht. Erneut hier? Was? Er wird dich verarschen. Ich kann nicht schreiben. Ja, das was war es dran? Ja, 1985. Bestes Jahr. Yes, genau sowas habe ich gesucht. Ich habe es geschafft. Hallo? Oh Gott! Okay. Das ist aber kein Fake-Aufzug. Das war's? Das war nur eine Demo? Okay, es war ganz witzig. Es hatte wenigstens einen ganz witzigen Humor, ne? So, das waren Indie-Horror-Spiele, die kostenlos sind. Viele. In einem Video. Wenn ihr sowas öfters sehen wollt, Indie-Horror-Spiele, die kostenlos sind, viele in einem Video, schreibt es in die Kommentare. Es war ein Experiment und ich würde sagen, das Experiment hat teilweise funktioniert. Bis zum nächsten Mal. Kommt auf Twitch. Auf Wiedersehen, bewerten und kommentieren. Tschüss.